kamen zwei Russen uns entgegen. Wir suchten zu entkommen, doch es war vergebens. Wir probierten, an den Häusern zu bellen, um uns binnen zu lassen. Sämtliche Haustoren waren gesperrt und sie machten nicht auf. Die Russen gaben uns zu verstehen, dass wir mit müssten. Wir wollten nicht, und da setzten sie uns die Maschinenpistole an die Brust. Wir mussten mit. Bis zur SS-Kaserne gingen wir. Da öffnete er ein Gartentürl und deutete uns, dass wir da hinein mussten. Nicht um alles in der Welt, wau ich sage, ma, wir schupften, ja, wie heißt denn das? Sie schupften uns gewohnt hinein, meinkommen, altbünd. Drinnen im Obstgarten saßen und lagen an die 20 Russen und hatten ein Schwein vor sich, das sie gerade zerteilten. Sie haben da in der Umgebung ein Schwein gebackt, und ein kleines, und haben es da zerschnitten und geschlachtet. Und Paul musste da bleiben im Garten, und da hatten sie einen kleinen Ofen, der hele mal verrußt war, und sie musste den Ofen putzen mit einem Schmirgelpapier, so ein Kraftpapier, und ich musste in das Haus. Und in das Haus musste ich, also das waren so kleine Familienhäuser, die da standen, mit einem eigenen Garten. Und ich musste hinein, und da war es eine junge Frau, ich denke, so in die 30 in unsere, naja, ein bisschen uns liken, und hat sie gesagt, Roboten, Roboten, Batterie, erste Etage, Badezimmer. Und das Badezimmer lag bis oben voll mit Kippen, Hasen, andere kleine Viecher, die alle mal wohl schon gerupft waren, also nur das Fleisch, um zu backen und um zu essen. Aber wir mussten das Badezimmer rundum schon machen. Und mei, grauste doch so all die toten Viecher, die mich mit so großen Augen angeschaut haben. Und ich bin da halt dann schonmachen gegangen und beneden dann schonmachen, und da kam sie dann. Oh, ich muss ja vorlesen. Im Hintergrund lag ein kleines Haus, da dahin sollten wir. Am ganzen Körper bebend gelangten wir zum Haus. Man zeigte uns die beiden Zimmer, die wir reinmachen sollten. Wir sahen, aber wie sahen die aus? Voll Dreck, voll Blut, voll unmöglichen Schmutz. Der eine Russe brachte Fliederstauden, also Dacke mit Blättern, zum Auskehren und einen Sack zum Aufwaschen. Im Badezimmer, dort voll Blut strotzte, schwammen in der Badewanne Enten, Hühner, Gänse, Indianer. Ein Russenmädchen, ja, circa 20 Jahre, das gebrochen Deutsch sprach, kam zu uns und zeigte die Arbeit, die wir verrichten mussten. Ach, wenn es nur Arbeiten ist, dann täten wir das mit Vergnügen. Aber das andere, was dann fast allen danach blühte, das war furchtbar. Wir befeuchteten den Boden, dann kamen schon die Russen heran. Einer nahm mich bei der Hand und wollte mich in den Garten ziehen. Da sprang das Russenmädchen herbei, schimpfte hell lang und ausgiebig und jagte ihn aus dem Haus. Zitternd wuschen wir den Boden, der Russe schaute auf den Tisch sitzend zu und lachte, lachte, lachte. Ich hätte ihn umbringen können.
Hätte ich ihn umbringen können, ich hätte es getan. Ich flehte. Ich flehte die Gottesmutter an und beschwor sie, mich vor diesen Schwänzen zu verschonen. Und die Gottesmutter erhörte mich. Als wir die Küche mit den faulenden Eiern in einer Ecke und der saure Kartoffelsaus in der anderen Ecke und das stinkende Fleisch unterm Tisch gereinigt hatten, so halbwegs gereinigt, meinte das Mädchen, wir könnten nicht arbeiten. Sie nahm das Tuch, wand es auf und trocknete den Boden. Ein bisschen flinker als wir. Oh ja? Wir hatten keinen Sinn natürlich, um das rund zu machen. Ich erzählte, dass wir Schwestern waren im Sickenhaus und dass wir kleine Butzeln pflegten, dass wir arbeiten gehen müssten. Sie hatte Interesse. Wir mussten ihr erzählen, wie das ist. Und dann kamen sie wieder, diese schrecklichen Russen. Höhnend fragten sie, warum wir so mager seien, und hielt uns ein Stück Fleisch voll einige Kilo schwer. Und dann sagten sie, nichts schön of so it's, mager, zu mager. Das Mädchen erhielt sich lange mit uns und jagte die Russen nach Beute. Und sie verteidigte uns einschau, aber was sie gegen die Russen sei, konnten wir nicht verstehen. Da brachte der Russe Gläser und goss Whisky ein und bot uns mit ihm zu trinken. Das Mädchen machte aus 8 Eier eine Eierspeise und wir mussten essen. Aber ich konnte nicht essen und Paula konnte nicht essen. Zuerst blieb es mir gewohnt im Hals stecken, aber wir mussten. Dann dachte ich, wir wollen nach Hause gehen. Und ich schluckte das heilige Feuer tapfer hinunter. Allmählich fühlte sich das Zimmer. Wir waren von den Russen umringt. Wir weigerten uns, an den stinkenden Schnaps zu trinken. Mir kamen schon die Tränen. Ich flehte das Mädchen an, sie möge uns weglassen. Sie lächelte und sagte, warum zittern? Warum so mager? Ja. Russen, gute Menschen, ja. Da bleiben. Ich glaube, ich habe ausgeschaut zum Sterben, denn verzweifelt, angstverflehend hingen meine Augen an ihrem Gesicht. Mhm. Und sie stand auf, ein hübsches, großes Menschenkind, und nahm uns bei der Hand und führte uns zum Tor hinaus. Die Russen brüllten und lachten hinter uns her. Ich vergesse dich nicht, großes, schönes Russenmädchen. Aber sie war nicht schön, sie war groß, stark und, ja, das brauchst du nicht aufnehmen. Aber nicht, was wir unter schön verstehen, so ein starkes Menschenkind. Wie wir nach Hause gekommen waren, wusste ich nicht mehr. Ich wusste es wel, das habe ich nicht aufgeschrieben. Wir sind gelaufen zur Tramstation und sind wir mit der Tram dann nach Hause gegangen, oh ja, in die Minsker. Aber die Russen kamen, hadden die dat door? Die kamen jullie niet achterna? Nee, mocht niet van dat meisje. Darum sage ich ja. Sie hat uns so gepackt und führt uns weg. Aber sagen die Russen das? Ja, im Zimmer, sie wollten mit uns saufen, trinken. Aber was raar, was in haar, und dann, da stand,
Wie wir nach Hause gekommen waren, wusste ich nicht mehr. Ich legte mich ins Bett, so fertig war ich mit meinen Nerven und verließ das Haus lange nicht mehr, bis wir von der russischen Militärregierung aufgerufen wurden zum Arbeiten am Thalerhof, ein Fliegplatz, der nü noch durch unser Werk besteht. Wir mussten einen Flugplatz bauen. Der ist so eine Stunde entfernt von Graz und das mussten wir loben. Und zwar allemal von der Münzgramstraße. Und da war die Frau von dem Geschäft, Schwarz, war auch dabei. Und die war Jods. Die war Jods. Und da frug ich dann, wem wir gingen, habe ich gesagt, Frau, wo ist denn Ihr Mann? Wenn die waren kein weit und breit, niemand wusste das. Und da haben sie gesagt, in der Münzgramstraße, er konnte flüchten nach Ham oder so. Dann hat sie gesagt, ich darf es nicht sagen, aber er ist lebend. Er war Gewangenhöller. Und da haben sie Tür verstopft. Und da haben sie eine Tür. Wenn du dann die. Du ausschakeln, das will ich nicht. Und wir in den Keller gingen und die Bomben kamen, dann sind wir auch in den Keller. Wir mussten. Jeder ein musste in die Keller und da haben wir, das war unsere Abteilung, und da haben wir vorher schon, tun wir es wissen, dass wir alle immer im Keller mussten, wenn Alarm ist, haben wir schon Bänke, alte Bänke und Stühle und alles. Und alle Parteien, es waren 1, 2, 3 auf rechts, 1, 2, 3 links, 6 Familie, soll man sagen. Aber wir waren die einigen Kinder, die Kinder gehabt haben. Oh ja? Und die waren vollwachsen, behalf Rudi natürlich. Und Toni war auch noch Schulkind. Und die saßen dann, so ein Zimmer wie das, und die saßen dann im Keller. Und auf der einen Kant haben wir gelachen. Die Leute haben halt blöde Witze gemacht. Und da tut man, glaube ich, weil Männer waren ja praktisch keine dabei, oder Alte. Oh ja. Mein Vater war nicht einmal mehr dabei. Die müssen alle werken gehen. Es waren ja noch ein paar, die kein Werk hatten, die saßen da auch. Und da war es, dass der Rudi, ausgegangen ist im Hof, man kommt vom Keller im Hof und dann geht es weiter. Und dann sagt er, da sind alle mal Sterndeln im Hof und wir wieder, Rudi, overgehen. Ja, weil die Sterndeln, die kommen alle mal oben, so ähnlich hat er gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Und das waren Bomben. Phosphorbomben. Phosphor. Warte mal schauen, was sie da geschrieben haben. Dat de vijand kon zien wat hij zou beschieten. Zal ik dat lezen, wie de Russen bij ons in de woning waren? Oh ja. Dat komt nu. Nou ja, dan doe weer aan.